Hallihallo und willkommen zurück bei Dead Space. Wir sind schon wieder hier irgendwo und nirgendwo. Die Maussensitivität ist langsam. Kleinen Moment mal. Steuerung. Maussensitivität. Nein! Stopp! Stopp! Ja, das wird schon passen. So, also, wir hatten ein schönes Rätsel, und ich war zu blöd, das zu lösen. Und jetzt sind wir hier wieder. Report all injuries at once. Ich habe mir den Finger verletzt, ja. Okay, wir sind von da gekommen, vermute ich jetzt einfach mal. Hier war die Speicherstation. War das das? Ah, ja, genau, okay. Übrigens, was ich jetzt auch rausgefunden habe, Achtung. Da ist was drin. Plasma-Energie. Schieß einmal drauf und erhalte 6 neue Ladungen. Das heißt 5. Ach ja, da war die Monorail-Werkstatt. Hier war das WC. Jetzt ist die Frage, muss ich hier nochmal alles neu erkunden? Nee, ne? So, Hände waschen nicht vergessen, ne? Das wissen wir ja. Das haben wir hier gelesen. So. Was? Das gehört? Sayara Sashi. Sayara Seth. Hey, cool. Credits. Geld, 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 Geld. Wir wollen ja irgendwann mal zu so einem Shop gehen, ne? Den gibt es ja auch irgendwo. Wo ist Shop? Shop. Ach ja, das ist dieses Symbol, was da ganz unten zu sehen ist. Über der Werkbank. Was auch mal eine Werkbank ist. Ja, jetzt. Achso, Tab. So, jetzt können wir eigentlich theoretisch auch nochmal speichern, dann müssen wir nicht nochmal alles erkunden hier. So, Kapitel 1, ja, ja, aber ich glaube, wir waren sogar schon bei Kapitel 2, oder? Dann bei dem letztens so, keine Ahnung, egal, wir gucken jetzt einfach mal, hier geht's zur Monorail-Werkstatt und Achtung, 1, 2, 3, was, hallo? Dein Startmodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Ja, das kann ich. Kann ich mich jetzt mal kurz hier. Was ist das? Ah, Energieknoten. Ach, hatten wir den letztens auch schon geholt, den Energieknoten? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil es kann ja sein, dass es deswegen auch nicht funktioniert hat. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich habe die schon alle getötet hier? Moment. Nein, nein, nein. Das war nichts mit dem Energieknoten. Stasi-Station, ja, ist klar. Laden wir nochmal kurz auf. Ich dachte echt... Oder habe ich hier hinten gespeichert? Das kann sein, ja. Fuck. Nachladen, nachladen, schnell. Fuck, was mache ich denn hier für einen Schein? Gott! Okay. Da haben wir auch gleich mal die 5 neuen Schüsse, die wir aufgesammelt haben vorhin, schön verbraten für dieses Mega-Monstrum, was wir ja schon mal besiegt haben. Interessant. So, und jetzt passt mal auf. Jetzt mache ich hier mal was. Pass auf. So. So, Achtung, und jetzt. Boah, juhu. Nein, nein, nein. Oh, shit. Das habe ich ganz. Scheibenhonig. Ja, genau so habe ich mir das natürlich gedacht. Das war genau der Plan. Präzision von mir heute. Eklig. So. Lasst mich hier mein Rätsel lösen, sonst werde ich noch ganz kirre im Kopf.
defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Ich warte. Wahrscheinlich darauf, dass wieder irgendwelche Viecher... Großer Gott. Ethan, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Oh, fuck, 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 fuck. Waggonersetzung abgeschlossen. What the fuck? Alter. Ganz ohne Fax und Krümel, das ist... Boah. Hier, ich... Kann man dann... Der Monorail-Computer ist aufgrund einer fehlenden Platine offline. Kendra glaubt, die Platine sei im Wartungssektor, obwohl jemand absichtlich versucht hat, den Transport zwischen den Decks zu unterbinden. Wenn ich das Monorail-System nicht reparieren kann, werden wir jedenfalls nicht weiterkommen. Na, ein Glück habe ich die Platine. Warte mal. Ich habe doch die Platine schon. Oder was habe ich hier gerade aufgesammelt? War das gerade irgendwas anderes? Kann man hier denn nicht irgendwo... Ach nee, das kann ja auch... Ja, offenbar war das nicht die Platine, die ich da gefunden habe. Ja, ist ja ruhig jetzt hier mal eben. Ruhig! Silenzium! Silenzio, wie immer. Was ist das? Ich erleide Paranoia. Eine Speicherstation. Okay, wir machen jetzt einfach mal Kapitel 1. Oder machen wir einfach... Wir machen mal bei SG1 weiter, ja. Stargate-Kommando hatten wir ja schon mal. Ja. Ups. Hier. Möchte ich bitte weitermachen? So. Sehr schön. Der Frachtraum. Nee. Moment. Nein. Ja. Schon gut. Ah, okay. Wir müssen wieder da runter. Aber ihr habt schon gesehen, da war jetzt ein Vieh, ne? Also so ein Tier. Also das war jetzt... Sah nicht so aus wie so ein Zombie-Alien-Geschnetzeltes. Ohne Mist, das klang jetzt gerade wie, lass mich kurz überlegen. Ein Droide aus Star Wars. Ich weiß jetzt nicht mal genau, was für einer, aber das klang jetzt wirklich genau so. So. Ich ahne immer noch Übles. Das Problem ist, wenn ich anfange zu rennen. Ah, genau sowas. Das war das Vieh. Guckt euch das an! Ja, komm her. Wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Ja, die Monorail-Platine, die ist im Wartungssektor. Ich war... Ach so, warte mal. Im Wartungssektor war ich doch. Und das war doch bestimmt die Platine. Da bin ich echt total auf dem falschen Dampfer. So, okay. Nachladen will... Boah, okay. Öffnen, na, draußen dich, musst du es öffnen.
Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Dankeschön, liebe Kendra. Die ist doch Kendra, oder? Was ich ja noch gar nicht probiert habe, ist die Feinde mal zu verlangsamen. Okay, ich vermute mal, wir müssen... Nein, hier drücke ich immer... Nein, wir müssen... Da lang, okay. Ich glaube, ich sollte wirklich langsam mal nachladen. Hätte ich vielleicht da mal reingehen sollen? Wo geht's denn da lang? Zu einer Speicherstation, wie es aussieht. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja vor uns gespeichert. Oh, au, oh, okay. Ja, gut, okay, dann speichern wir nochmal kurz ab hier. SG1, selbstverständlich. So, ich bin gespannt, wo es jetzt als nächstes hingeht. Uah. Kommt bestimmt gleich wieder ein Vieh. Warte mal, das hatten wir ja schon erledigt. Kann das sein? Genau, und jetzt hat sie den Lift geöffnet. Okay. Wow. Was? Okay, das sieht ja wenigstens so aus, als könnte hier kein Vieh durchkommen. Es sei denn, es muss sich durch diese Ventilatoren schreddern lassen. Geht die Tür jetzt hier auf oder da auf? Das ist... Ja? Kendra hier. Hallo. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Warte mal, wir können mal das hier probieren. Alter Verwalter. Hier geht ja die Party ab, Mensch. Hat das gesehen? Das Vieh ist auch tot, ne? Das ist schön, sobald die was droppen. Pass auf, das machen wir gleich nochmal. Langsam habe ich ein bisschen Panik. Weil das hier nämlich nicht mehr aufhört. Was ist denn das hier? Das hätte ich bestimmt anschießen können, wenn das explodiert. Okay. Ich rede ein bisschen leise, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ist hier oben was? Muss ich hier überhaupt lang oder muss ich da unten lang? Viele Wege führen nach Rom. Und zu ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Alien-Monster, Viecher, Gulasch, keine Ahnung, Schnitzel. Dabei mag ich Schnitzel. Moment mal. Ah. Okay, ich hätte doch unten lang gehen sollen. Noch mehr I. Ja, Mensch, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuflüstern. Oh, guck mal, ein sehr heroisches Poster mitten in diesem Wartungsbereich, damit die Mitarbeiter immer ein gutes Bild haben von ihren Pilotenidolen. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja? Wo? Bin ich von gestern?
bin nicht von gestern. Shit. Ich hätte vielleicht nicht so oft dieses Verlangsamungsgerät benutzen sollen. Wieso wackelt hier alles? Warum flüstert hier immer einer?